Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magicite Episode Nummer 2. Und ich stehe hier in meinem kleinen Dörflein und habe noch nicht getradet und noch nichts verkauft etc. Wie beim letzten Mal angekündigt. Und ich glaube, wir müssen erstmal zu unserem Verkäufer hier drüben gehen, denn wir haben ein volles Inventar. Dann verkaufen wir mal die Knochen, das Leder, das Gedöns hier, alles weg damit. Pilze brauche ich auch nicht. Und dann gucken wir mal, ich brauche... Oh, ich dachte, das waren viel mehr. Ich dachte, das sind 9. Ja, ich brauche noch ein Spiderweb, damit ich mir einen Bogen craften kann. Das ist natürlich ungünstig gerade. Okay, dann machen wir mal ein paar Potions. Dank unserer Stats, unserem Potion Brewer, habe ich gerade 2 große bekommen. Normalerweise kriegt man nur 2 kleine, wenn man Kräuter kombiniert. So, erstmal genug verkauft. Dann gehen wir mal hier runter und machen da diesen Zyklopen kaputt. Und... können jetzt, glaube ich, endlich unser erstes Eisen hier einschmelzen. Da legen wir hier oben die beiden Dinge einfach rein und bam. Da craften wir uns mal ganz spontan 5 Eisenbars. Und den Rest müssen wir wieder ins Inventar nehmen. Das ist natürlich blöd. Dann mache ich mir mal wieder einen so einen Firestarter, denn ich möchte sehr gerne mein Essen kochen, das ich hier wieder gefunden habe. Oh, wir haben extrem viel Holz gesammelt in der letzten Folge, sehe ich gerade. Da lässt sich aber auch noch einiges verkaufen. Sehr schön, sehr schön. Und habe ich jetzt eigentlich genug Eisen? Ich habe 5 Eisen. Dann schlage ich mal vor, dass ich mir noch ein Eisenschwert mache. Ein Eisenschwert und mit dem Rest, warte mal. Mit dem Rest, dann habe ich noch 3 Eisen. Das heißt, ich kann in der Theorie mir Rüstung machen. Das machen wir mal. Warte, 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 wo ist es hin? Da ist es. Ich mache mal so eine Chestplate. Denn damit bekomme ich ganze 2 HP dazu und 4 Attack-Punkte. Sehr schön. Da sehen wir das hier. Blub, blub, blub. Das hilft uns natürlich einiges. Ganz besonders, wenn wir gegen Gegner kämpfen und sowas. Und dann kochen wir jetzt ganz fix das Essen. Verkaufen das restliche Holz, das wir dann noch hatten. Und dann düsen wir ins nächste Level, denn das hier ist heute ein neues Level. Das haben wir beim letzten Mal noch nicht gespielt. Warte mal, ich wollte mir noch ein Schwert machen. Crafte ich mir mal eben, dann können wir das nämlich auch noch verkaufen. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Die behalten wir, das essen wir. Das ist ja auch immer... Oh, ich habe gar keinen Hunger. Ich dachte, ich kann ja noch ein bisschen rumkacken, aber nee. Dann wohl eher nicht. Dann verkaufen wir mal das Steinschwert. Das ganze Holz. Dafür bekommen wir richtig viel Geld. Ich glaube 100 Münzen oder so für so einen Stack. Das ist echt eine Menge. Und das Gedöns muss ich leider behalten. Dann haben wir jetzt 700 Münzen. Kann ich mir hier nicht irgendwas Spannendes kaufen? Eine Goldaxt? Das da hätte ich ja ganz gerne. Aber dafür reicht es leider noch nicht. Nee, den Rest finde ich auch eher uninteressant. Deswegen machen wir mal den noch kaputt. Und den da. Aua. Wie dramatisch. Okay, ich muss tatsächlich demnächst mal meinen Jump-Button wieder versetzen. Den habe ich nämlich auf W und damit verkaufe ich hier die ganze Zeit irgendein Döns. Beziehungsweise ich kaufe es, das ich gar nicht haben will. Oh, ätzend. Zweite Mal schon passiert. Dann gehen wir mal ins nächste Level und dieses Mal ist es irgendeine Höhle. Ich konnte gar nicht so schnell lesen, leider. Und da gibt es Spinnen. Und die haben so viel mehr Leben und ich muss so sehr darauf aufpassen, dass die mich nicht treffen. Und die Teile da, ich wünschte, ich hätte einen Bogen. Ich glaube, die werden ganz schnell ein Problem sein. Ich erstmal eben eine Potion. Denn ohne Bogen die kaputt zu machen, wird schwierig. Oh Gott, jetzt habe ich so ein blödes Ei auch noch angefasst. Das sind Spinneneier. Wenn man zu viele von denen... berührt, dann kommt später quasi eine riesengroße Spinne. Das weiß ich auch nur, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Und ich bin ganz froh, dass ich das schon weiß, denn ansonsten wäre das ja wirklich eine sehr, sehr kurze Runde geworden und das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte so ein bisschen was zeigen können vom Spiel. Das hat nämlich einiges zu bieten. Oh Gott sei Dank. Mehr Eisen sammeln, damit wir mehr Rüstung uns später bauen können. Allerdings, oh, ich möchte so ungern da unten an die Spinne hin. Stelle aber fest, dass wir genug Material für einen Bogen haben. Oh mein Gott, ich freue mich. Dafür müssen wir erst einen Pickholder machen und einen Pickhandle.
Und dann können wir daraus einen Bogen machen. Und mit diesem String kann ich jetzt einen Bogen machen. Und ich stelle fest, ich brauche ja nur einen dafür. Ich weiß nicht, warum ich mir eingebildet habe, dass das zwei waren, aber... Dann mache ich jetzt gleich zur Freude des Tages mal einen Bogen hin. Einen Haufen hin. Und werde jetzt aus dem restlichen Stein, den wir haben, Pfeile machen. Denn normalerweise, wie letztes Mal schon erwähnt, hätte ich mir daraus auch Rüstung machen können. Das möchte ich aber nicht, denn ich möchte viel, viel lieber Pfeile haben. Denn mit den Pfeilen kann ich jetzt da unten diese blöde Fledermaus nicht treffen. Alter, wie wär's mal mit Treffen, ne? Ich glaube, ich crafte mir als nächstes mal eine Brille oder sowas. Schnell die Pfeile wieder einsammeln. Denn die brauche ich noch. Wir haben aber keinen Schaden genommen, glaube ich. Das ist schon mal sehr schön. Ich schmeiß das da mal weg, genauso wie das da. Das wird nämlich nur unser Inventar voll machen und für wirklich viel Geld verkauft sich das eh nicht. Diese grünen Potions, das sind Gift-Potions, die vergiften einen. Ich glaube, man kann die auch auf Gegner schmeißen oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie man die benutzt. Allerdings möchte ich die nicht benutzen. Denn so viel Leben habe ich jetzt auch nicht. Ich habe ganze 8 Lebenspunkte und die möchte ich nicht damit verschwenden, dass ich Gift trinke. Wäre nicht wirklich smart, ne? So, dann schmeißt man mal einen Pfeil daneben. Einfach nur, um die, ja, zu erschrecken. Da muss ich aufpassen, dass ich dieses blöde Ei da hinten nicht treffe, denn ich habe ja jetzt schon eins kaputt gemacht. Und ich möchte wirklich nicht diese große Spinne treffen. Da habe ich zwar leider ein paar Levelpunkte verloren und auch einen Pfeil, aber das macht gar nichts. Oh Gott! Wie knapp war das denn? Viel zu knapp, wenn ihr mich fragt. Die Spinne kann ich, glaube ich, mit dem Schwert kaputt machen. Das ist nicht so das Problem. Hallo? Charge die mich gerade oder was war das? Wieder mehr Lebenspunkte, Skillpunkte, alles Mögliche an Punkten. Im Übrigen haben wir jetzt unser erstes Gold gesammelt und euch ist es bestimmt aufgefallen, ich habe nämlich am Anfang eine Kiste stehen lassen. Die habe ich ignoriert. Und zwar, weil ich wusste, dass in dieser blöden Kiste da hinten nichts drin ist, außer eine ganze Menge Gefahr. Das war nämlich so eine, das war ein Mimic. Und das war keine echte Kiste, sondern das war ein Gegner. Genauso wie das da gerade kein echtes Ore war, sondern auch ein Gegner. Die gibt es nur in diesem Level hier, glaube ich. Und die sind ein bisschen blöd. Nämlich aus genau dem Grund, den wir gerade hatten. Und zwar habe ich jetzt Lebenspunkte verloren. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Wie blöd ist das denn jetzt? Bin umzingelt. Und ich kann mit den Pfeilen auch dieses Ei da treffen und ich möchte es noch nicht demonstrieren. Ich bin so schlecht ausgerüstet. Das können wir dann in Zukunft mal probieren. Da kommt dann nämlich so eine Spinne raus, so ein Spinnenboss, der läuft über die ganze Welt hier rüber und versucht dich zu töten und macht es in den meisten Fällen auch. Es sei denn, man ist vernünftig ausgerüstet. Das bin ich aber nicht. Ne? Ich bin dann noch richtig schlecht ausgerüstet hier, wenn ich mir das angucke, um Gottes Willen. Pickhandle war in der Kiste drin, gucken wir mal. Eine mysteriöse Potion, die mag ich eigentlich auch nicht so besonders gerne, denn die haben einen mysteriösen Effekt und das kann entweder sein Lebensregenerierung, Mana hinzufügen oder halt Gift. Und deswegen möchte ich die nicht ausprobieren, denn da könnte Gift drin sein. Und oh mein Gott, ich habe getrödelt und die Musik im Level flippt geradeaus. Das bedeutet nämlich, das ist so ein bisschen interessant gemacht bei dem Spiel. ja, dass man gestresst durchs Level huschen muss, denn ein riesengroßer Gegner kommt in dem Level. Den konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich Angst hatte und weggelaufen bin. Da ist er. Im Hintergrund sehen wir ihn. 70 Milliarden Lebenspunkte und ja, der versucht einen zu töten und macht es meistens auch. Oh Gott, das sind sogar zwei von denen. Wir sehen es leider nur im Hintergrund. Aber wir haben so ein bisschen catchige Musik jetzt so. Dadurch, dass ich jetzt gestorben bin, kann ich nicht wieder respawnen. Oh mein Gott. Und das Spiel ist zu Ende. Und ich bekomme eine Belohnung, und zwar Score-Punkte. Und hoffentlich auch ein paar neue Spielfiguren. Jetzt habe ich nur eine Variante bekommen, von dem, die wir schon haben. Vielleicht ist da noch ein bisschen was anderes dabei. Ja, sehr schön. Eine neue Rasse, und zwar der Orklops. Zyklop, keine Ahnung, der hat nur ein Auge.
Und tatsächlich auch noch ein Accessoire, ein Schal, ein Berserker-Schal. Sehr schön. Die können wir dann, glaube ich, gleich in der nächsten Runde benutzen. Deswegen erstellen wir mal einen neuen Charakter. Ich hätte es mit dem gleichen Charakter nochmal spielen können, aber ich glaube, ich erstelle mir lieber einen neuen, denn ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesen Zyklopen. Die starten mit einem Schwert und mit einer Spitzhacke aus Knochen. Das ist ein bisschen blöd, weil wir natürlich keine Axt haben, mit der wir dann Holz abbauen könnten. Aber ich bin trotzdem großer Fan davon, denn dieser Zyklop macht, dass ich zwar einen Lebenspunkt weniger habe, das sind wir drüben, aber dafür zwei mehr Attackpunkte und das finde ich ist ganz praktisch. Und jetzt nehmen wir tatsächlich auch nochmal einen Hut mit oder beziehungsweise einen Schal, das ist dieser. Was macht der denn? Das können wir da unten nachlesen. 33%ige Chance, bei einem Level-Up einen extra Stat zu kriegen. Okay, warum nicht? Hier sehen wir, das sind die ganzen Hüte, die wir noch freischalten können. Und ich persönlich habe es ja abgesehen auf den da. Das ist so ein bisschen mein Lieblingshut. Ich habe noch nicht mit allen spielen können, aber den hier hatte ich schon mal freigeschaltet. Und ich bin großer Fan davon, denn mit diesem Hut bekommen wir extra Ores, wenn wir Ores abbauen. Und dafür müssen wir wohl, hier unten steht es, was ich dafür machen muss, 10 Ores in einem einzigen Spieldurchlauf abbauen. Das müsste ich doch eigentlich hinkriegen, oder? So sehen wir jetzt aus aktuell. Und hier drüben können wir unsere Stats noch ein bisschen manipulieren. Ich möchte sehr, sehr gerne wieder diesen Potion Brewer haben. Ich bin ein Fan davon. Oh, und das sieht super gut aus. Ich glaube, ich mache nochmal so einen Haut-drauf-Charakter. Das ist das, womit ich am besten klarkomme. Und da Potion Brewer und Gatherer, damit bekommen wir extra Ingredients, wenn wir welche bauen. Abbauen, meinte ich natürlich. Und ja, super. 6 Lebenspunkte, 4 Attacke. Das ist super gut. Kreieren und sofort rein ins Spiel. Können wir gleich mal austesten. Bam. One Hit. Und mit dieser Spitzhacke, die wir haben, können wir jetzt auch gleich am Anfang schon Steine abbauen. Das ist sehr schön. Und dadurch, dass es eine Knochenspitzhacke ist, man kann auch aus Knochen sich Material bauen, bekommen wir jetzt auch schon Eisen. Also nicht nur Stein, sondern auch gleich Eisen. Und das, finde ich, ist ein großer Vorteil. Ich kann leider keine Bäume jetzt abbauen, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Erstmal eben das Schwein wieder tot machen. Denn Äxte kann man eigentlich relativ häufig auch sich in den Shops kaufen. Das war knapp. Der wollte gerade auf mich zukommen. War ich ja fast ausgeflippt gerade. Ja, und dadurch, dass jetzt hier auch gleich schon schwerere Gegner sind, sehen wir den Unterschied zu diesem anderen Charakter. Ich kann es nämlich durchaus mit diesen Gegnern hier schon aufnehmen. Dadurch, dass ich ein Schwert habe, dadurch, dass ich auch mit der Spitzhacke mir Ores abbauen kann, kann ich dann demnächst auch mir Rüstung machen. Warte, den kriegen wir auch noch kaputt. Der kommt gleich wieder hier rüber. Oh, das war so klar, weil dieser blöde Schleim da im Weg stand. Achtung. Glück gehabt. Und die Kombination mit dem Gatherer ist natürlich super gut. Wir haben das gleich gesehen. Ich habe gleich doppelt Spiderweb bekommen. Und ich überlege gerade. Ich meine, ich habe mal was gehört, dass man sich aus Knochen auch eine Axt bauen kann, ohne dass man Holz dafür hat. Bin mir nicht sicher. Aber ich habe eh noch nicht genug Knochen, um damit rumzuexperimentieren. Von daher versuchen wir es erst nochmal so. Und gucken, ob wir nicht im nächsten Shop vielleicht gleich eine Axt finden. Wow. Ich versuche mal, den hier noch kaputt zu machen, denn umso früher wir ableveln, umso bessere Stats können wir sammeln. Und jetzt haben wir ja auch schon wieder so ein bisschen Übung. Wir haben jetzt schon immerhin die eine Runde gespielt. Und da sollte man meinen, dass man nicht sofort stirbt, aber weil ich mich anstelle. Sehr schön. Die Dinge habe ich mir noch gar nicht angeguckt in der ersten Runde. Man bekommt ja jedes Mal einen anderen. Ich kann also... Okay, wir sehen, was da steht. Finde ich eher uninteressant, deswegen gleich mal 2 Potions machen. Sehr schön, 2 große auch bekommen. Dann kann ich jetzt nämlich wieder volles Leben haben. Bam. Und gehe weiter in dem Level. Und wir haben das jetzt auch neulich gesehen. Neulich! Vor ein paar Minuten haben wir es gesehen. Was ist das denn? Uah. Ach du Schande, hier sind viele Gegner, die versuchen mich zu töten. Den da möchte ich jetzt aktuell nicht attackieren. Das, so viel kann ich euch sagen.
Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich versuchen möchte, neue Hüte und sowas freizuschalten. Da ist es immer ganz gut, jeden Gegner mindestens einmal zu töten. Aber nicht den. Der ist, hat 25 Milliarden Lebenspunkte und eigenartige Attacken und sowas. Damit möchte ich mich jetzt ganz ehrlich gesagt noch nicht anlegen. Wir sind ja jetzt auch erst in der zweiten Episode. Von daher ist es noch gar kein Stress irgendwie, dass wir hier sofort versuchen müssen, alle Gegner platt zu machen. Wir können uns da ruhig noch ein bisschen Zeit lassen. Und jetzt haben wir erstmal den hier wieder an der Backe. Miss. Ist auch eine ganz gute Strategie, den immer nur einmal zu hauen. Denn ansonsten rennt er einen um. Sehr schön, dass hier noch so viele Slimes sind. Ich musste nämlich so viele da hinten jetzt zurücklassen, weil da so viele Gegner waren. Und wie gesagt, Slimes sind eine super gute Quelle, wenn es darum geht, Potions zu machen. Ah, da war ich ungeduldig und wollte ein zweites Mal draufhauen. Moment, ich gehe mal jetzt eben hier hoch und gucke, wie viele Potions ich craften kann. Eine große noch und hier auch noch eine große. Sehr schön. Ich überlege nämlich gerade, ob ich die nicht mal nehmen soll. Denn so wirklich viel Leben habe ich nicht mehr. Ah, da ist eh schon das Ende von dem Level. Dann machen wir noch die eine Biene da kaputt. Alter, bevor die uns aber hier kaputt macht, oder? Da mal Glück gehabt. Ich gehe sofort wieder in den Wald rein. Denn dann können wir weitere Potions sammeln. Und ja, da bin ich das letzte Mal einmal in ein anderes Level reingegangen und bin sofort gestorben. Das ist natürlich eher unpraktisch. Nun gut, dann können wir jetzt aber noch eben schnell hier unten bei dem Typen da unser erstes Eisen schmelzen. Und das ist natürlich ein Unterschied zur ersten Runde, die wir gespielt haben. Da haben wir lange kein Eisen gehabt. 3 Stück schon. Ich werde sofort eine Spitzhacke damit machen. Dann können wir nämlich im nächsten Level schon Dings abbauen. Gedöns. Gold meine ich natürlich. Ich bin gerade überlegen, wo kriege ich meine Axt her. Aber Gott sei Dank, ich sehe es. Wir können hier im Shop Äxte kaufen. Das machen wir dann auch sofort. Wunderbar. Den da benutzen wir jetzt hier im Shop noch. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann wahrscheinlich eher ins nächste Level sofort reingehen. Ich esse mal ganz schnell was. Wir müssen einen Haufen hinlegen. Bitteschön, gern geschehen. Und bevor ich jetzt da unten was einkaufen gehe, verkaufe ich erstmal. Das kann alles weg. Das kann weg. Ich mache mal so einen String. Den behalte ich und den Rest verkaufe ich. Denn ich habe ja jetzt gelernt, dass ich nur einen String brauche, um mir einen Bogen zu basteln. Ich gucke mal, was für Äxte ich noch kaufen kann. Oh, da kann man sich auch das schon kaufen. Alter. Da kann man sich das erste Diamant-Eisen-R-Bar... Oh, was habe ich denn gerade gesagt? Kompletter Brain-Ausfall gerade. So ein erstes Diamant-Ingot kann man sich da kaufen. Das mache ich aber mal nicht, sondern ich brauche wirklich eine Axt. Die ist hier im ersten Level unvermeidbar. So, warte mal, das ist da, kommt darüber und das dahin. Und dann können wir eigentlich auch gleich ins nächste Level gehen. Das machen wir dann in der nächsten Folge von Magicite. Da gehen wir hier in den Wald und holen uns massenhaft Holz und massenhaft Eisen und Gold und alles. Ganz viele Potions, damit wir dann demnächst wieder in ein anderes Level reingehen können und da vielleicht nicht sofort sterben. Und bis dahin, macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao!